Wohin geht's jetzt, Sam? Auf den Mond, kleiner Hebelmann. Gelernt ist gelernt. Sam? Ich glaube, die Steuerung hat irgendwie eine Macke. Lass uns rein. Habt ihr denn schon die Erleuchtung der roten Wolke erreicht? Ja. Ich bin zutiefst geehrt, Meister. Ich würde ja einen Trick vermuten, aber mit Sicherheit würde kein Prismatologe der roten Wolke so tief sinken. Wir sinken nie. Wir sind unsinkbar. Genießt euren Aufenthalt im Kloster, Brüder. Sam, da ist er, da ist Rainer Segen. Hallöchen, ich bin Rainer Segen. Hallöchen, Rainer Segen. Hallöchen, Rainer Segen. Hallöchen, Rainer Segen. Hallöchen, Rainer Segen. Ich will doch hoffen, dass mein Spektrum der Ruhe euch gefällt. Ihr macht alle so tolle Fortschritte bei eurer Erforschung der Geheimnisse der Prismatologie. Ich könnte gar nicht stolzer auf euch sein. Ich freue mich so. Na, und ich erst. Ganz ruhig, Max, du machst mir noch mehr Angst als sonst. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Mein ultrageheimer Plan, die ganze Welt zu hypnotisieren, ist fast komplett verwirklicht. Schon bald wird jeder Mensch auf Erden zu uns gehören. Keiner kann uns entwischen. Das wird einfach wunderbar. Einfach ein guter Mann. Bravo, da ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Fünf Sterne. Output akzeptiert. Er weiß aber wirklich, wie man sein Publikum im Griff hat. Tolle Arbeit, meine Lieben. Weiter so. Ich schäme mich ja fast neben eurer Leistung. Eine ganze Welt voller Prismatologen. Ach, was für ein Traum. Die Sorte Traum, aus der man schreiend mit einer Knarre in der Hand aufwacht, unter sich das zerschredderte Kopfkissen, über einem der Nachbar, der die Bullen ruft. Genau, die beste Art überhaupt. PS, bitte haltet euch von meinem Allerheiligsten fern. Vielen Dank. Schau mal, Max. Der riesige Steinkopf unseres alten Kontrahenten Abraham Lincoln. Willkommen, Brüder, im Spektrum der... Oh, ihr beiden seid es. Na, nicht mehr so ein großes Maul ohne deinen Riesenroboter, was? Ich beiß dir gleich deinen puscheligen kleinen... ich meine... Lasst mich euch helfen, meine Brüder, das Orange der Konfrontation zu überwinden und im Gelb der Brüderlichkeit und des Friedens zu baden. Im Gelb baden? Was ist das denn hier für ein Schweineladen? Du bist doch nicht mehr sauer wegen der Wahl, oder? Oder der mörderischen Blamage? Oder wegen dem kleinen Marschflugkörper, der deinen Körper in noch kleinere Brösel zerblasen hat? Die Wahl? Ach Quatsch, doch nicht deswegen. Präsident sein ist doch was für Halbaffen. Nur ein lupenreiner masochistischer Soziopath wäre scharf auf so einen undankbaren Job. Lupenrein? Ich fühle mich geschmeichelt. Warum ziehst du so einen Marmorflunsch? Weil ich durch eure Schuld etwas viel Wertvolleres verloren habe als eine Wahl. Meine einzige Chance auf wahre Liebe. Das geht mir alles zu schnell. Muss ich jetzt zart erröten, du alter Schlawiner? Doch nicht du, Semmelohr. Ich spreche von dieser strahlenden Schönheit, die ihr geschickt habt, um meine Rede über Familienwerte zu unterbrechen. Du meinst Sibyl? Ist das ihr Name? Sibyl? Klingt wie ein Engelschor. Wir können dir Sibyls Telefonnummer geben, dann kannst du dich mit ihr verabreden. Ich hatte seit über 150 Jahren keine Verabredung mehr. Ich wüsste ja gar nicht, was ich sagen sollte. Max, das Telefon. Hallo, wenn Sie eine Liebesbeziehung anknüpfen wollen, sagen Sie jetzt klar doch zur Hölle. Lerne vom Profi, Linky. Hallo, hier ist Sibyl Prendemi.
Hallo, ich bin's, Abraham Lincoln. Oh, du hast ja vielleicht Nerven, mich anzurufen, so wie du mich behandelt hast. Warte, leg nicht auf! Entspann dich einfach, Baby. Denk positiv. Und Papa Lincoln sorgt dafür, dass alles wieder gut wird. Naja, ich halte viel von gründlicher Entspannung. Vielleicht hast du dich ja wirklich geändert. Kleine, du bist ein ganz heißer Hase. Im Ernst? Soll ich? Na gut. Verflucht heiß, Hasi Baby. Nicht übel, die Kanickelnummer. Und gegen nette Rammler hat wohl keine Häsin was einzuwenden. Na gut, vielleicht sollte ich dir noch eine Chance geben. Falls wir uns verabreden, was würden wir denn dann unternehmen? Ich dachte, wir ziehen uns ein Eishockeyspiel rein, zischen ein paar Bier und futtern Poutine. Du weißt schon, das Übliche. Oh, Abe, ich hätte nie gedacht, dass du meine Kultur so zu schätzen weißt. Das klingt doch alles sehr vielversprechend. Komm vorbei, sobald du kannst. Hat sie wirklich Ja gesagt? Hallo, sie haben soeben die volle Punktzahl abgesahnt. Vielen Dank. Gratuliere, Linky. Mein Kopf, was, wenn sie zur Sache kommen will? Ich bin zu nervös, ich hab Schmetterlinge im irgendwo halt. Bestimmt im Bauch, wo immer der sein mag. Halt die Klappe, Max. Wo immer die Schmetterlinge sein mögen, ich hab das Gefühl, sie kommen hoch. Oh, ist mir schlecht. Was, wenn sie... Und ich kann nicht. Bitte, geht doch. Und da hatte ich Angst, unsere Reise zum Mond könnte langweilig werden. Max, sei so lieb und heb das für mich auf. Vergiss es. Hey, Linky, kann ich das haben? Ich weiß ja nicht, was du mit der prismatologischen Kraft anfangen willst, Leute zum Erbrechen zu bringen, aber bitte, bedien dich. Ich muss mich jetzt um wichtigere Sachen kümmern. Ich kann mit moderner Kunst nichts anfangen. Ich habe noch nie meditierende Ameisen gesehen. Ich glaube langsam, wir kennen hier schon jeden auf dem Mond. Wie geht es, Opa Flügelig? Oh Gott, nicht schon wieder! Schau, Spatzerl, ich heiße nicht Flügelig. Mein Name ist Dr. Phil Flattermann. Opa Flügelig ist nur der Name meiner früheren Fernsehrolle. Kannst du nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden? Nun ja... Was ist denn daran so wichtig? Was hat das mit dem Hut auf sich? Ich verfolge damit neue Möglichkeiten im Entertainment-Bereich. Und wie? Ziehst du da Kaninchen raus oder was? Ratten! Zumindest versuche ich es. Mist! Verstehe ich das richtig? Der Ratte aus dem Hut-Zaubertrick klappt nicht so recht? Das Prinzip ist ganz simpel. Das würde sogar ein Dummkopf wie du verstehen. Wir müssen alle viel vorsichtiger werden mit unserem losen Maul. Du besonders. Aber ich habe Schwierigkeiten, die Ratte ganz rauszuziehen. Sie hängt offenbar irgendwo fest. Bis dann. Halt den Schnabel steif, Oberflügelig. Flattermann! Ich heiße Flattermann! Schau mal, Max. Unsere ausrangierten Computerkumpel aus dem Sack. Die scheinen nicht besonders froh zu sein, uns zu sehen. Ihr habt die Realität 2.0 vernichtet.
Drum Lichtern! Bedenke deinen Segen. Nimm eine positivere Haltung ein. Was treibt Ihr Computer hier auf dem Mond? Die Prismatologie hat uns wieder einen Sinn gegeben. Nachdem die Realität 2.0 zerstört war, haben wir uns zusammengetan, um ein neues, noch besseres Spiel zu erschaffen. Bald auch auf Ihrem Rechner. Es wird eure Welt durchrocken! Ihr habt euch in ein Privatkloster auf dem Mond zurückgezogen, um an so etwas Unwichtigem wie einem Videospiel zu arbeiten? Nicht bloß irgendein Spiel. Wir erschaffen die fortschrittlichste KI der Menschheitsgeschichte. In einer Welt, in der sich zwei Mächte schlachten, um die vom Krieg zerfetzten Schlachtfelder liefern, kann nur eine von beiden siegen und uneingeschränkt herrschen. Kann man auch Sachen abballern? Es ist kein gutes Spiel, wenn man nichts abballern kann. Danke für euer Feedback. Wir werden Abballern für den Einbau in Version 2.0 vorsehen. Okay, Max und ich probieren mal euer Videospiel aus. Wir schreiben das Jahr 2048. In einer postapokalyptischen Galaxis herrschen riesige Firmenkartelle. Sie sind ein kybernetisch aufgerüsteter Weltraumsoldat ohne jegliche Erinnerung an seine Vergangenheit. Sie sind der Auserwählte, den die Prophezeiungen verheißen? Haben Sie die Kraft zum Überleben bei... 1, 2, 3, 1000! Tod allen Unheiligen! Ihr werdet fallen! Ihr könnt mich nicht besiegen! Eigentlich doch, hab ich nämlich gerade. Fehler! Nach unseren Berechnungen stehen eure Chancen auf einen Sieg 1 zu 10 Trillionen. Die Sonne hat mich geblendet. Danke, dass Sie 1, 2, 3 gespielt haben. Wir bleiben dran und verbessern ständig unsere KI, um Ihnen eine noch größere Herausforderung zu bieten. Das war viel zu kurz und längst nicht brutal genug. Ich will mein Geld zurück! Bitte versuchen Sie es später nochmal. Hallo, Sackgesichter. Wir würden gern nochmal euer Videospiel ausprobieren. Dieses Mal werden wir ausgelöscht. Haben Sie die Kraft zum Überleben bei... 1, 2, 3! Die Rache ist mein! Fürchtet mich! Ich bin unbesiegbar! Schaut mal, ob ihr das wegstecken könnt! Ich werde euch vernichten! Ihr könnt mich nicht besiegen! Bitte versuchen Sie es später nochmal. Hallo, Sackgesichter. Wir würden gern nochmal euer Videospiel ausprobieren. Dieses Mal werden wir ausgelöscht! Haben Sie die Kraft zum Überleben bei... 1, 2, 3! Die Rache ist mein! Ich werde euch vernichten! Ihr werdet fallen! Ich bin unbesiegbar! Ihr seid vernichtet! Oh, tja. Da habt ihr mich doch glatt geschlagen und das finde ich fair. Gutes Spiel! Ich hab euch Loser voll fertig gemacht! Unsere Reise zur Selbsterkenntnis ist nun abgeschlossen. Wir haben die beste künstliche Intelligenz aller Zeiten geschaffen. Ihr sackt voll total! Yay! Lass mich mal versuchen, Sam. Ich kann es schaffen. Ich weiß es. Als superintelligente KI-Einheit. Bruder, sprich so, dass die primitiven Erdlinge dich verstehen können. Natürlich! Wir schlau, du blöd. Wir nicht mehr schauen müssen in uns selbst. Hey, can we take this? Gratuliere, Sie haben soeben Gratiskarten für eine Reise zur Selbsterkenntnis gewonnen. Cool. Die Wirkung ist auf bleihaltige oder bleiummantelte Benutzer beschränkt. Wie bitte? Die erstaunliche Fähigkeit, durch Blei zu sehen, ist für Zuschauer unter 65 Jahren ohne Bleimantel nicht geeignet. Schade eigentlich.
Kommt der Regenbogen jetzt rein oder raus? Ich verstehe das nie. Kommt, glaube ich, drauf an, wie rum du stehst. Die könnten sich wirklich etwas Mühe geben, das Ding besser zu befestigen. Hier, Max, halt das mal. Mit den Händen, meinte ich. Aber egal. Einen Augenblick, bitte. In Ordnung, ihr könnt durch. Hey, da ist ja der Schaukasten. Vielen Dank, Kleiner. Oh, den hatte ich mir extra verwahrt. Wozu? Das ist etwas kompliziert, aber es geht um meine persönliche Vendetta gegen eine große Fastfood-Kette. Sie ist bereit zum Abheben. Der Gag wird nie langweilig. Na sowas. Da hat doch diese Rakete den praktisch unzerstörbaren Kasten glatt vom unzerstörbaren magischen Löffelbieger-Talisman weggeschmolzen. Hat der mittelscharfe Senf den Vorfall überlebt? Nein, mein tiefstes Mitgefühl, Kleiner.